Hey ho und willkommen zu einer weiteren Grim Tales Let's Play. Es ist Grim Tales 8. Ich meine, es ist. Nein, andersrum. Ich weiß, es ist Grim Tales 8. Das ist Grim Tales The Final Suspect. Grim Tales 7 wäre jetzt eigentlich dran gewesen. Colors of Fright, das gibt's aber im Moment leider nicht. Warum auch immer. Also zumindest auf den Plattformen, auf denen ich geguckt habe. Und ich bin jetzt nicht über die offizielle Big Fish-Seite gegangen, weil das soll irgendwie ein bisschen shady sein, weil die nicht mehr so ganz gemaintenanced wird. Ist aber auch egal. Das heißt, wir überspringen leider Teil 7. Eventuell schaffe ich es, den irgendwann mal nachzuholen. Ich hoffe natürlich, dass ich es irgendwann schaffe, den nachzuholen. Wir sind jetzt aber bei Grim Tales 8 dann angekommen. Wir überspringen 7, wir gehen in Grim Tales 8 rein. Ich freue mich drauf. Ich habe jetzt endlich mal wieder ein bisschen Zeit, das zu zocken. Ich wollte es eigentlich schon viel früher gemacht haben. Ich habe das Spiel gerade eben erst gestartet. Wie gesagt, ich habe noch nichts gemacht. Wir gehen auch erstmal in die Options rein. Ich glaube, den Sound habe ich schon angepasst. Grafik lassen wir so. Fullscreen, Widescreen. Ja, das sieht alles gut aus. Game Mode, Casual Mode. Gehen wir mal da drauf. Was haben wir denn hier? Casual, Advanced, Hardcore. Ja, wir sind also definitiv schon Advanced. Okay, speichern. Nimmt er das jetzt? Okay, gut. Wir haben wieder das gleiche Problem. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber meine Maus, der hat was gegen meinen Mauszeiger, wie ihr das sehen könnt. Der wackelt ein bisschen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren. Ich weiß nicht mehr, was der letzte... Achso, ja, Scherzkeks, haben wir gerade schon geändert. Okay, ich weiß also nicht mehr, wo wir waren. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wo wir in der Story jetzt sind. Ob die Story, wir spielen, glaube ich, immer noch die eine Tante von den Greys. Und wir haben jemanden umgebracht. Also unpraktisch. War das letzte nicht auch mit so Zeitreisen? War das nicht das, wo Sergeant, wir it's Miss Grey. I've just discovered a dead man in my house. Can you send a squad car? I feel. Seems pretty open and shut to me. She must have caught him in the act. Yeah, he attacks, but she gets the upper hand and stabs him. I called an ambulance for her. Looks like a concussion to me. Okay. Aha. Also wie die Person, die aus dessen Sicht wir gerade sind, hat also irgendwen umgebracht? Das ist ja unpraktisch. Continue. Muss ich klicken? Ich muss klicken. Okay. New Task. Erst Jackie. Jackie! Die sagt mir doch was. Okay. Was? Also einfach mit dir. Gray? Thank goodness you're awake. How are you? Ach, guck mal. Wir sind die Tante Gray. Also wir sind die... Och, wir haben jetzt Dialog? Also sie sagt uns, ne? Toll, dass du endlich wach bist. Wie geht's dir? You were found unconscious in your home, next to Howard Kelly. The police think you killed him. Okay, also wir... Ah, das war der Typ, den wir da gerade gesehen haben, der da lag. Überraschung. You have a concussion, but the amnesia is just temporary. At least you remember who you are, and me, your niece, too. Nö, wir wissen, wer unsere Nichte ist. I got access to your case file. Maybe something here... Ah, okay, jetzt kommen wir dann... Oh ja, natürlich. Das ist auch egal. Private Detective named Prime Suspect in Student Murder Case. Auch im Student Murder Case. Wir sind der Hauptverdächtige. Guck mal, das ist doch das Gray House, oder? Das hatten wir doch in Teil 3 oder so. Case File. Anna Gray. Victim. Howard Kelly. 24. College Student. Estimated Time of Death. Irgendwas zwischen 10 und 11 Uhr. Cause of Death. Step onto the back. Ja, in den Rücken. Okay. Anna Gray is our Prime Suspect. No other leads. Das ist... Ich bin kein Polizist, aber das ist keine gute Akte. Ach, guck mal. Crime scene Anna Gray's house. Gray found near the victim. Murder weapon. Pruners. Aha, eine Heckenschere. Alles klar. The last thing I remember was gardening in my front yard. I heard something in the house, so I went inside and left the pruners in the hallway. Okay, also sie war im Garten, hat was gehört, ging rein, hat die... Ach, guck mal, Info. Ah, ich muss jetzt hier schon Puzzle spielen, das ist ja wild. Lass mich erstmal lesen. The Crime Scene Parliamentary Report. Evidence indicates that Howard Kelly broke into the house with the intent to rob. Anna Gray discovered the intruder and she fought him in self-defense, resulting in Kelly's death. Ja, aber, also, abgesehen davon, dass das eventuell ja nicht stimmt, ne? Da müssen wir, also das ist ja, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber abgesehen davon, wenn jetzt schon klar ist, dass es Selbstverteidigung war, warum zum Fick wird dann so ein Drama draus gemacht?
Wir haben übrigens, wie gesagt, Advanced Modes. Yesterday, 5:15. Aha. Aber ein bisschen früh, oder? 5:15 Uhr, dafür schon so ein Sonnenschein? Ja, muss wohl Hochsommer sein. Ask Jackie about what happened. Ach, task completed, okay. Kannst du weggehen? Digga, 30 Jahre dauert das. Search your living room for answers. Okay, also wir sind jetzt das erste Mal in der Zeit zurückgereist. Das ist anscheinend nach dem Mord. Und nachdem wir... Achso, nicht wundern, ich schüttel hier gerade ein bisschen meinen Shaker. Nachdem wir ins Krankenhaus gebracht wurden. Search for... Nee, search your living room. Okay, wir sind jetzt hier drin. So, fangen wir mal an. It must be a few hours after the murder. The police have removed Howard's body. The police are searching my house, but only I know all of its secrets. Sometimes I forget to turn off my security camera after I get home. If I did last night too, it could have recorded the murder. Getting that security tape is my first priority. But I should search for other clues as well. Okay, no shit. Das ist eine krasse Security Cam. Also die fällt ja wirklich nicht aus. So, wir suchen nach anderen Sachen. Wir klauen wieder alles. Hier fehlt ein Fisch. Wir kennen es, wir lieben es. I must have knocked this over during the struggle. Okay, das ist jetzt ziemlich egal. Ouch, I can't use glass to cut the police tape. Oh, the edges are too sharp. Okay. Noch bin ich guter Dinge. Nehme ich. Sie will hier nicht schneiden, weil sie Angst hat, sich selbst zu schneiden, ne? Das ist das, wo wir gerade waren. Alles klar. Vitrine. Wolf. Aussparungen. Wir lieben Aussparungen. Was bist du eigentlich? Okay, Mailbox Flag. Das ist... Oh, Sammelobjekt. Morphing Objects. Juhu, es gibt wieder Sammelobjekte. Wupp, wupp. Nice, da freue ich mich doch. Nee, also. Hier. Tape. Clown. Where's the Lily Kitten? Okay. Hideous Crime. Brother kills his sister for inheritance. Das war das letzte, was wir gespielt haben. My nephew James was the killer of Killing's beloved sister Elizabeth. Das war das letzte, was wir gespielt haben, ne? Ich meine ja. Das war das, wo wir in der Zeit zurück sind. Und der Typen da am Ende dann im Wald, den ich irgendwie sus fand. Egal. Ich weiß nicht. Ach ja, hier kommen wir jetzt noch dran. Hier haben wir jetzt erstmal einen Wolfring. I removed the metal to clean it, but I don't remember where I left it. With the wrong code entered, all entries are destroyed. After each opening the camera, the owner is given a new code printout. The current code is on the back of my credit card. Okay, Sachen, die ihr bitte nie machen solltet. Nie. Ich kenne das selber. Man hat 20 Millionen Passwörter und man hat 300 verschiedene Codes und hast du nicht gesehen für irgendwas. Es gibt legit Leute, die in ihrem Portemonnaie den Bank-PIN haben. Macht das nicht. Von mir aus klemmt euch den Bankpin, wenn ihr den wirklich nicht merken könnt, klemmt den euch in die Handyhülle oder so. Aber nicht nie direkt zur Karte. Wirklich, bitte nicht. Das ist das Dümmste, was ihr machen könnt. Mit das Dümmste. Gut, mittlerweile kann man Karten eigentlich 24/7 sperren lassen, aber meistens ist es, wenn man das gemerkt hat, schon zu spät. Beziehungsweise, ich muss ja auch sagen, ich habe ja auch eine Karte, mit der man hier so... Oh, Wimmelbild! Oh, was ist das denn? Wir brauchen das da auf jeden Fall. Okay, das ist jetzt ein bisschen anders. Wir brauchen den Elefanten und da fehlt noch ein Elefant. Okay, Teddybär 1 ist da. Teddybär 2 ist da. Möchte jetzt... Okay, ich muss hier zusammen schon. Das ist wirklich... Also wie gesagt, ich habe ja auch Karten mittlerweile oder eine Karte, wo man hier dieses kontaktlose bezahlen kann. Also meistens können die Leute dann damit schon erstmal eine Runde shoppen gehen. Aber bei den meisten Karten ist das ein gewisser Betrag, der gesperrt ist. Weiß ich nicht. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das hier fühle. Ich finde das, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil du ganz genau weißt, nach was du suchst. Ich finde, das nimmt aber so ein bisschen den Reiz davon. Also, ihr seht ja hier, ich sehe ja 1:1, wie das aussieht. Also das hier, dass das genau das Ding hier ist. Weiß ich nicht, ob ich das so fühle. Der Löffel. Und jetzt muss ich natürlich noch gucken, was bist du? Das ist mit der Blume hier aus, ne? Ja, das fand ich jetzt deutlich leichter als The Importance of Time. Ja, wie Achievement, ja, die Achievements sind mir scheißegal. Das fand ich jetzt natürlich deutlich entspannter. Kann ich nicht raus? Was habe ich denn bekommen? Lockpick. Handle.
Aussparung. Oh, da steht was, warte, da steht hier was. To the one who can see things without a crystal ball. Ah ja. Okay. Bringt mir der Lockpick hier etwas? Nein. Okay, ich bin ehrlich, so ohne dieses Glitzer schon. Kann ich hier. Achso, hi. These officers are good investigators, but they don't know about my hidden camera. Was passiert jetzt? Oh, wir haben wieder eine böse Entität. Muss ich das nicht? Hä? Ich glaube, ich habe es unabsichtlich richtig gemacht. Ich weiß es aber nicht. So, wo ist die Entität? Search your living room for answers. Task completed. Wir haben jetzt hier. Ich sehe hier, aber wir haben am Rand Sachen. Ja, search your front yard. Oh, wir haben jetzt dynamische Bilder. Hä? Aber irgendwie leckst du ein bisschen. Ah ne, es geht immer bis hin zu. I know all these officers. I've worked with them so many cases. I feel. So, this viel zu anders. Entschuldigung. Ah ja, das Fahrrad mit dem Reißverschluss. Und was brauchst du? Jackie, I promise I'll buy you a new bike basket. Ah, machen wir das kaputt. Das ist ja schwierig. Katzen. Sind das nicht meine Katzen, wenn die bei mir chillen? Ach so. Ja, okay. Ja, ist gut. Oh, wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war ja etwas, was ich verstehen kann. Ach, deine Mutter, kommst du da dran nicht vorbei. Du siehst doch, wo das ist, Digga. Also, ich bin nicht motorisch der Feinfühligste, gebe ich ja zu. Aber man kann doch hier links bitte vorbeigreifen. Ohne die Scheiß... Oh, guck mal, Käfer. Ohne die Scheiß... Also, es sind ja nicht mal Dornen. Weißt du, es ist ja nicht mal ein Argument... Oh, guck mal hier, Police Tape. Nee, das sind die Katzen wahrscheinlich, ne? Ja. So, wo haben wir denn das The Morphin Object? Wir suchen mal ein bisschen schon mal unauffällig. Ah, guck mal, hier kann ich wieder reingehen, okay. Du siehst halt irgendwie ein bisschen sass aus. Oops, I should walk my carefully around my gun. I'm in woozy condition, I break things. Oh, okay, okay. Ich bin immer noch vor diesem dynamischen Bild hier geflasht. Was bist du? Das Morphin Object? Nein! Collectible. Jetzt gibt es hier Morphin Objects und Collectible. Ich habe gerade auch gesehen, dass sich das Ding gemorpht hat. Wahrscheinlich wieder in jedem Ding ist ein Dings. Boah, ist das. Was bist du? Broken Fishing Pole. Schlecht. Grundsätzlich, hallo, ich wollte hier raus. Grundsätzlich sind kaputte Sachen erstmal schlecht. So, Teich. Ah ja, dafür brauchen wir wahrscheinlich das Fishing Ding. Wir haben aber unsere Mailbox-Fahne. Ja, weg damit. Oh, eine kleine Katze. Dear Miss Gray, thank you again for returning my call. I'm eager to see a demonstration of your time travel abilities in person. Please stop by my office at your earliest convenience. Sincerely, Dr. Albert Johnson, Director of Psychology. I was a little nervous letting this professor study me. Okay. So, habe ich hier jetzt alles eingesammelt? Das ist wieder so der Klassiker, dass ich Angst habe, dass ich nicht alles eingesammelt habe. Hier irgendwas, was ich nicht eingesammelt habe? Okay, nein. Wir haben die Katze bekommen. Damit habe ich eigentlich eine Karte. Ich habe eine Karte, cool. Aber jetzt bin ich gespannt, warte, wie viele Räume haben wir hier? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Oh, was bist du denn? Du bist die Collectibles. Siehst du, Mosaik oder noch eine Complete Level 1? Kann ich da drin rumklicken? Ah, guck mal, hier, da, die Mosaik-Dinger fehlen. Ah, okay. Also bis jetzt passiert ja anscheinend nichts, wenn ich da drin rumklicke. Egal, dann gucken wir mal schnell hier, ob ich noch hier irgendwo ein Mosaikteil finde. Beziehungsweise, was heißt finden? Ich klicke jetzt erstmal ein bisschen random rum. Vielleicht passiert ja irgendwas. Ich glaube aber soweit nicht. Ich glaube, das Ding... Also das im Baum fiel auf. Egal. Hier müsste die Katze sein, ne? Katze. Aha. Und im Arsch der anderen Katze ist was? Ja. Okay. Ein persönliches Siegel. Wofür?
Da? Was ist so? Nee, ich will zu der Box. Entschuldigung, ich wollte nicht das 30 Mal klicken, was da. Personal Seal. Hab ich. Bin ich so im Schlauch? Ja, das mit dem Code hatten wir ja schon, aber. Warte mal. Kann ich nicht mit dem Duct Tape. Nicht? Ich hätte jetzt gedacht, dass ich mit dem Duct Tape die Sachen nehmen kann. Also, nicht so. Die Schere. Hier, Alter, was ist gerade mit meinem Kopf los? Dass ich mit dem Duct Tape die Scherbe umwickeln kann, damit ich es anfassen kann, damit ich das Polizeiband zerschneiden kann. Heilige Scheiße, war das eine schwere Geburt. Und apropos schwere Geburt. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Die muss ich füttern. Die sind pissig, weil ich sie füttern muss. Dafür brauche ich wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das jetzt so Spielelogik. Wir müssen einen Fisch aus unserem Teich fischen, damit wir es unseren Katzen geben können, die 10 Meter weiter da sind, die sich hätten sich bestimmt auch nicht selbst verdient. Wobei ich weiß gar nicht, ob Katzen so gerne fischen. Also ich kann jetzt nur von den Katzen. Wir hatten zwei Katzen bis jetzt. Und ich kann natürlich nur von den beiden berichten. Und die eine war super geil auf Mäuse. Also die hat super, super gerne Mäuse gejagt und auch uns halt gebracht. Und schön vor die Tür gelegt. Und die andere Katze, die zweite, die fand Vögel geiler. Die hat so kleine Vögel bei uns im Garten gesucht. Aber wir haben auch Nachbarn und unsere Katze, die ist so free roaming gewesen, die konnte raus, wann sie wollte. Unsere Katze ist, oder beide sind nie an den Teich der Nachbarn gegangen. Obwohl der auch einsehbar war, ne? Es ist nicht so, als wenn die nur in unserem Garten rumgerannt wäre. Nein, der hat sich ja ausgetobt. Die Zäune zwischen den Gärten sind nicht so krank. Da war, ich weiß nicht, finden Katzen Fische wirklich so geil? Was bist du eigentlich? Ein Vogel. Überraschung. Was habe ich noch bekommen? Was bist du denn? Locked Package. From Antiques Shop of Mrs. Brauche ich das Ding da? Na gut, dass ich mir das mal angeguckt habe. Antiques Shop of Mrs. Jones to Anne Gray. You know how to open your parcel, Miss Gray? Have a nice day. I know how to open my parcel? Info. The code open the package is the recipient's name. Hä, muss ich da jetzt Anne Gray eingeben oder was? Achso. Okay, wow, der Tipp war jetzt ein bisschen zu krass, glaube ich. N. Punkt. Da ist das G. R. A. Y. Also, to be fair, wäre jetzt auch mein Guess gewesen, dass man da den Namen eingeben muss, aber dass der die 1 zu 1 sagt, dass das der Name ist. Aber ein bisschen leicht. Ancient Coin, Ruby, Fischbotten. Ich wusste doch, den Fisch haben wir doch drin irgendwo bei diesem hier. Da haben wir noch Kopfschmerzen. Oh, da ist wer. Ich krieg Flashbacks. Wer ist das? You're the one. Why did you do it? Why did you kill me? Die Stimme erinnert mich mega an den YouTuber Hut. The Coroner's. Ja, ich will nicht zu dem Sticker. Ich klick doch offensichtlich auf die Schachtel, du Depp. Info. Select the fish so they reach the other side at the same time. Press each fish, then pull the lever to see. Ja. 1, 2. 3? Oder warte, 2? Ne, genau. 2? Drei. Mit? Immer nochmal. 2?
Hä? Es wird oder. Ich verstehe nicht, was das Spiel von mir will. Jetzt. Ja? Okay. Warte. Also den. Dann die beiden. Und dann alle drei. Also. Das war niemals alle zur gleichen Zeit, Digga. Nie im Leben. Hallo, hier ist so viel Stuff drin. Lass mich doch nehmen. Danke. Wo ist das ein Fisch? Ah, doch, ist ein Fisch. Sah aus wie eine Muschel. Entschuldigung, da ist das Auge. Jetzt erkenne ich es. Ich war schon fertig. Wo haben die Fische? Wo sind denn die zur gleichen Zeit angekommen, Kollege? So, gib mir mal bitte hier. Ach so, dafür brauche ich das Tape. Alles klar. So, Leine spannen. So, Haken ran. Ist jetzt meine Angel. So, mit der Angel. Was bist du? Achso, du bist der Pfeil, der das so dynamisch wechselt. Weißt du, wo war das die gleiche? Ich wusste, war natürlich ein bisschen Try and Error. Du musst da gucken, welcher. Och, jetzt. Oh, muss ich Frosch fangen oder was? Move the hook across to drop the catch. Avoid the frog that protects the fish. Your goal is to score 100 points. Each fish is worth a different amount. Ja, okay. Hoppala. Entschuldigung. Hä? Wie krieg ich den? Achso, ich muss einfach schneller sein als der scheiß Frosch. Oh, was ist das eigentlich für ein krasser Frosch? Ey! Komm hier, geh nach da, geh nach da, geh nach da. Boah, der Fake! Hast du gar nicht mitgerechnet, ne? Also irgendwie. Keine Ahnung, ich sehe hier nicht so wirklich, wo das jetzt schwer ist, außer dass wir den Frosch da unten ein bisschen outgambeln müssen. So, und ein. Ey! So. Ja! Also Minigames bis jetzt eher weirde Geschichte hier, Fischi. Ich weiß auch gar nicht. Jawohl, schöne Cross. Schön den einen links, den anderen rechts. Zack. So, das sind Uhrzeiger, das sind Taschenmesser. Ein Multitool sogar. Okay, hier brauche ich einen Stern. Habe ich einen Stern? Hab keinen Stern. Was habe ich sonst noch so? Wir haben noch mehr Fishingline. Oh, das Duct Tape, wir haben Sachen behalten. Das wundert. Das ist immer eine ganz schwierige Geschichte, wenn man hier Sachen behält. Brauche ich hier legit das Reißverschluss-Pinöckelchen oder kann ich das mit einem Multitool aufschneiden? Nein. Gut, warum probiere ich es überhaupt? So, darf ich mit dem Messer. Krasse Animation. Wir gehen hoch. Ja, das ist genau so stelle ich mir diesen Scheißgang, Flur, whatever, auch vor der. Alleine. Das hier triggert mich immens. Entweder hört der Teppich hier oben auf, alle sind zufrieden, everything's fine. Oder der Teppich geht über die Stufen, dann baut man hier immer noch so Teppichstangen oder beziehungsweise irgendwas, was den Teppich festmacht, damit der Teppich nicht auf der Treppe verrutscht. Und dann haben wir. Und abgesehen davon, warum rennst du mit deinen dreckigen Schuhen durch dein Scheißhaus? Kannst du nicht einmal auch nur putzen? Also ich renne auch manchmal mit Schuhen durch das Scheißhaus, durch den Scheißhausflur. Oder relativ häufig sogar, to be fair. Aber das sieht danach nicht so aus. Oh. Was war das? War das die alte im Waisenhaus? Ich glaube, warte, guck mal. Naja, kommt kein anderer Text. Da ist auch übrigens noch eine Scherbe. Da habe ich jetzt die ganze Zeit hier eine Animation spielen. Das ist ja krass. So, wir haben ja eine Statue. Du brauchst den Ruby, oder? Der passt da zwar nicht rein. Lass mich raten. Ich muss die Dinger wie im Bild an. Bin ich dumm? Wie im Bild. Das ist so ein dumpfer Sound im Hintergrund, oder? Ja. Okay, ich dachte, das wäre irgendwas bei mir im Zimmer, aber nein, es ist legit das Spiel. Reload und. Geil! Eine Kugel und ein Schalter. Ja, langsam hat mich das Spiel. The Switch is always getting rusty. Das heißt, dieser Schalter rostet der alten immer weg.
Ich weiß, Sachen rosten auch über Zeit. Passiert. Es gibt allerdings gewisse Faktoren, die Rost beschleunigen können. Dazu gehört zum Beispiel Feuchtigkeit. Das oxidiert dann nämlich. Wenn der Schalter die ganze Zeit rostet, dann hast du da einen Wasserschaden. Oder generell einen Schaden. So, du kriegst Uhrenzeiger. Dann krieg ich Domino Block. Velvet Box. Mhm. Placing your arms correctly will open the other panel. What was the pattern? Weiß ich nicht. Probier doch aus.